dieses Format, das wir heute hier vorgetragen haben, durch die Referenten, war also einmalig. Es gab also entsprechende Workshops in kleiner Form und das hat den ganzen Reiz ausgemacht. Und somit ist der gesamte Prozess beleuchtet worden und das hat mir sehr gut gefallen, in der Kürze der Zeit. Das fand ich insoweit sehr spannend, weil die sehr unterschiedlichen Sichtweisen der sehr unterschiedlichen Mittel- und Kleinstunternehmer sehr deutlich zum Tragen gekommen sind und jeder so seinen Beitrag und seine Nische da finden konnte. Also wenn ich hier rausgehe und sage, es war gut, dann hat es was damit zu tun, was ich mitnehmen kann. Viele neue Eindrücke und sicherlich auch gute Kontakte. Ja, würde auf jeden Fall sagen, ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. Am 9. Februar 2016 erhielten 25 Unternehmensvertreter Einblick in aktuelle Trends des Employer Branding. Nach Lohne eingeladen hatte der Bundesverband für mittelständische Wirtschaft. Der Workshop bot Antworten darauf, wie sich Arbeitgeber in verschiedenen Phasen positiv darstellen können. Die Einleitung in das Thema gab Michael Schütz von Employer Branding Now. Er informierte die Teilnehmer über die neuesten Entwicklungen in der Kommunikation mit Bewerbern und Mitarbeitern. Im Zentrum steht nach Ansicht des Experten der Einsatz unterschiedlicher Instrumente. Bei uns ging das Thema der Bewerberreise vor dem Hintergrund, dass es heute schwieriger ist, Leute für das und einige Unternehmen zu begeistern. Und da gibt es eben mittlerweile mehr Kontaktpunkte auf dem Wege zur Bewerbung und da haben wir einiges drüber erzählt. Rüdiger Zielke, geschäftsführender Gesellschafter der Pension Capital GmbH, legte anschließend den Fokus auf die betrieblichen Zusatzleistungen. Ich habe so einen Kurzritt durch das Thema betriebliche Sozialleistung gemacht. Wir hatten das Thema Sachbezüge, wir hatten das Thema betriebliche Altersversorgung und die meisten Fragen im Detail kamen halt zu den Sachbezügen, weil da auch die Sachkenntnis bei den Personalern noch nicht so stark ist, weil es einfach noch ein relativ neues Thema ist. In seinem Vortrag betonte er, dass Unternehmen ihre Angebote auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abstimmen müssen. Der dritte Vortrag stellte das Outplacement vor. Jochen Meyer von GMO betonte den Bedarf, sich in der Trennung als Arbeitgeber besser aufzustellen. Das Spannende an unserem Themenbereich war heute, dass offensichtlich über Trennungsmanagement fast keiner groß redet und trotzdem es unheimlich wichtig ist im Unternehmen und als Botschaft an der Stelle eigentlich heute ganz stark rübergekommen ist. Vertrauen Sie Experten und versuchen Sie es nicht selber zu machen. Nach den Impulsvorträgen diskutierten die Teilnehmer in wechselnden Kleingruppen. Der Schwerpunkt lag bei Michael Schütz auf einer wachsenden Plattform. Unser Konzept, dass es tatsächlich eine Bewerberreise gibt, hat sich wieder mal eindeutig bewiesen. Das heißt, dass es eben je nach Zielgruppe tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Kontaktpunkte gibt, die ich als Unternehmen bedienen muss. Und als Schwerpunktthema hat sich für uns die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu so ein bisschen als Schwerpunkt rausgestellt. In jeder Runde war es ein sehr heiß diskutiertes Thema, wo es wirklich darum ging, die Wahrnehmung ist immer stärker. Das heißt, immer mehr Leute gucken drauf und nutzen es auch vielleicht in der Wahl eines Arbeitgebers. Dann wird man zukünftig mehr darauf achten müssen. Insgesamt zeigten die Personalmanager und Führungskräfte großes Interesse an den unterschiedlichen Kommunikationsinstrumenten. Derzeit besteht Bedarf, diese Potenziale im Personalmarketing zu nutzen.